Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir heute hier erleben, ist ein Paradebeispiel dafür, dass die AfD-Fraktion als politischen Auftrag versteht, nämlich Skandale herbeizureden, wo es keine gibt. Es ist kein Skandal, dass die Jusos auf ihrem Parteitag ein gesellschaftlich wichtiges Thema, nämlich einen Antrag auf straffreien Schwangerschaftsabbruch von Frauen, debattieren und darüber abstimmen. Aber es wird zum Skandal, wenn Sie diesen Beschluss nehmen und daraus Fake News machen. Wenn Sie mit bösartigen Verdrehungen und fehlerhafter Wiedergabe des Inhalts falsche Behauptungen aufstellen. Und das ist nicht nur hochkritikwürdig, das ist unverantwortlich. Und wir wissen, und Sie wissen, dass im Juso-Antrag nirgends was von einer Abtreibung bis zum 9. Monat steht. Aber was hingegen dort steht, ist, dass man eine Neuregelung finden will, die man noch diskutieren muss. Aber Sie schreien ungeachtet dieser Zeilen Skandal, obwohl Sie gar nicht wissen können, wie diese neuen Regelungen außerhalb des Strafgesetzbuches aussehen sollen. Sie verzerren Wahrheiten, weil Sie ganz offensichtlich über das Thema Abtreibung in einer skandalisierenden Weise reden wollen. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und ich kann Ihnen auch sagen, im Landtag von Baden-Württemberg hat Ihr Kollege von der AfD diese Woche es so auf die Spitze getrieben und genau bei diesem Thema, dass er sich dermaßen daneben benommen hat, dass er mit Polizeibegleitung aus der Sitzung geleitet werden musste. Ich kann nur sagen, das ist mega peinlich für die AfD. Und ich sehe auch, wie der Kollege von der SPD, es könnte auch ein Ablenkungsmanöver von ihrer rechtsradikalen Jugendorganisation sein. Diesen Eindruck kann man sich hier nicht erwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage aber auch ganz klar, worüber wir hier heute reden müssen, ohne die Skandalisierungsversuche der AfD. Wir müssen reden über eine gute, umfassende Versorgung von ungewollt Schwangeren, über Rechtssicherheit von Ärztinnen und Ärzten. Wir müssen reden über eine Haltung, in der ungewollt Schwangere nicht diffamiert und moralisch verurteilt werden, über reproduktive Rechte von Frauen, die ohne uneingeschränkte Selbstbestimmung nicht denkbar sind, über eine emanzipatorische, positive, stärkende Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man sollte meinen, aus den vielen Debatten um den Paragraph 219a in den letzten 13 Monaten und den vielen Informationen auch aus der Fachanhörung seien Erkenntnisse bei der Regierung angekommen. Darum ist es für mich auch umso unglaublicher, dass es in dem auf den allerletzten Drücker gefundenen Kompromiss zu 219a nicht zu einer klaren Regelung und zu Rechtssicherheit für Ärztinnen gekommen ist. Stattdessen tun Sie als Bundesregierung alles, um auf keinen Fall den 219a streichen zu müssen, nur um dieses Tabu aufrechterhalten zu können. Das ist absurd, das ist unausgegoren, aber diese Debatte führen wir heute zu einem späteren Zeitpunkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD unterstellt bei den Debatten um den 218 Frauen doch verantwortungslos zu handeln. Sie haben es gerade genau so gemacht. In ihrer Vorstellung brauchen Frauen Gesetze und am besten das Strafgesetzbuch mit Gefängnisandrohung. In ihrer Vorstellung gibt es jedes Jahr über 100.000 Mörderinnen in Deutschland. Das ist das Bild von Schwangeren in einer ungewollten Notsituation. Das ist das Bild von Schwangeren, die abtreiben müssen. Sie reden von Tötungskliniken, von Kindstötung und Sie haben hier noch ganz andere Begriffe heute verwendet. Das ist ein Vokabular, das Sie benutzen. Und in Ihrer Vorstellung ist der Feminismus an all dem schuld. Bei Ihnen ist allein der Begriff Feminismus schon ein rotes Tuch. Für Sie ist das Ziel einer gleichberechtigten Gesellschaft mit Selbstbestimmung, sexuellen, reproduktiven Rechten ein regelrechtes Hexenwerk. Und dass Sie mit Ihren Wahnvorstellungen, ich kann das nicht anders bezeichnen, Das fühlt sich an, dass Sie hier wirklich im Mittelalter stehen geblieben sind. Zumindest kann ich das jeden Tag bei den Debatten von Ihrer Seite so wahrnehmen. Für uns Grüne steht das Ziel einer gleichberechtigten Gesellschaft im Mittelpunkt. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind und auf Augenhöhe. Wir wollen endlich gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, eine paritätische Besetzung in den Parlamenten, Wirtschaft, Kultur und Medien. Wir sollten das Ehegattensplitting endlich angehen. Für mehr Prävention und Schutz bei Gewalt sorgen, für alle Frauen, auch in bundespolitischer Verantwortung. Digitalisierung mit Diversität und Armut von Frauen im Alter und bei Alleinerziehenden, da fehlen immer noch gute Lösungen. Die bedrückenden Probleme Sexismus, das hat uns die MeToo-Debatte eindrucksvoll vor Augen geführt, auch hier brauchen wir Lösungen für. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sind Themen, über die wir reden sollten,
wo wir Konzepte und Lösungen vorlegen müssen. Dafür würde es sich lohnen, auch sehr kontrovers hier zu streiten. Aber das interessiert Sie als AfD alles nicht. Sie nutzen diese Aktuelle Stunde für Lösungsvorschläge für Frauen, jedenfalls nicht nur, um ihre Hetze loszuwerden. Ich hoffe auf eine qualifiziertere Debatte heute Abend um 219a. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Ingmar Jung für die